Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Supertalent Jadon Sancho vorzeitig bis 2022 verlängert. Das gab der Revierclub offiziell bekannt. Sanchos ursprünglicher Vertrag lief noch bis zum 30. Juni 2020. Der Engländer war im Sommer 2017 von Manchester City nach Dortmund gewechselt. In dieser Saison war er in nur 124 Bundesliga-Minuten bereits an 6 Toren des Tabellenführers beteiligt. Der FC Barcelona hat offenbar Interesse an den Bayern-Stars Joshua Kimmich und David Alaba. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, sollen Barca-Scouts die beiden gegen Ajax Amsterdam beobachtet haben. Die Außenverteidiger wurden in der Vergangenheit immer wieder mit den Katalanen in Verbindung gebracht, doch der FC Bayern hat kein Interesse daran, die beiden Stammspieler ziehen zu lassen. Michy Batshuayi möchte wieder dauerhaft in England aktiv werden und spricht in der Times ungewohnt offen über seine Zukunftspläne. Ich habe so viel Respekt für Chelsea und ich liebe den Club. In Valencia will ich zeigen, wie gut ich bin, damit ich als besserer Spieler zu Chelsea zurückkehren kann. Einen Verbleib in Valencia nach dem Leihende kann sich der Belgier nicht vorstellen.